Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es darum, was habe ich für Rollen im Ausland im Einsatz. Das heißt, ich habe Maxale, salzwasserbeständige Rollen, habe ich dabei die Größen, die Schnüre, Bremssystem, Kurbel. In diesem Video werde ich da genau darauf eingehen, dass ihr nicht die Fehler macht wie manche andere und sich eventuell zig Rollen besorgen. Ihr braucht eigentlich wirklich nur zwei Rollen im Ausland und die zeige ich euch, wie ich sie pflege, wie ich sie transportiere und genau diese Rollen kann ich euch zu Herzen legen im Ausland bei Salzwasser. Also, bis gleich. So Leute, bei mir sieht es so aus, das ist von der Firma Daiwa die Fuego. Die 3000er, ich habe da immer so einen Schutz dran, also das ist mit Kreppband, das kennt ihr bestimmt. Das heißt, die Schnur ist immer geschützt. Ich habe da eine Schlagschnur und eine Fluorcarbon-Schnur drauf. Ich habe zum Beispiel Speedbremsen eingebaut, das sind Carbonscheiben. Also eine halbe Umdrehung, dann ist die zu, halbe Umdrehung ist so offen. So war's, okay. So. Halbe Umdrehung, halbe Umdrehung. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt einen Köder draußen habe und eine Fischattacke da ist, dann schlage ich damit an. Und wenn der Fisch dann abhauen will, dann mache ich das auf und dann kriegt der Fisch eben Schnur. So, das ist eine 3000er Rolle. Ich habe zum Beispiel Powerknöpfe dran. Das sieht bei mir so aus, weil ich eben nicht diese eckigen Sachen mag. Im Ausland ist es immer wichtig, Maxale, das steht immer hier drauf auf diesen Rollen, die wo Salzwasser oder mit diesem System eben bestückt sind. Das ist ein geschlossenes System, wo Metallspäne drin sind und ein Magnetsystem hält alle Schlitze dicht. Das heißt, da kommt kein Salzwasser oder kein anderes Wasser, Schmutzpartikel, wie auch immer rein. Und somit kann man das ruhig bei Salzwasser auch mal kurz unter Wasser halten. Das macht aber auch keiner. Aber trotz alledem, man sagt, die sind salzwasserbeständig und die 3000er, die kann ich euch wirklich zu Herzen legen. Ich habe euch mal das erzählt mit Rücklauf, Vorlauf, wie auch immer. Das heißt, wenn man die Fische keschert, dann ab und zu braucht man das mal, dass man dem Fisch ein bisschen Schnur gibt, indem man das kontrolliert nach hinten dreht, die Kurbel, und dann ist das eine ganz feine Geschichte. Ansonsten kann ich jedem empfehlen, wirklich die Bremse auf und dann mit dem Finger eben immer zu bremsen beim Keschern, beim Hantieren mit den Fischen. Und wenn doch, ich sag mal, der Traumfisch mal ein bisschen flüchten möchte, dann Finger loslassen, bevor die Schnur reißt und dann kann man das auch so machen. Also das ist in dem Sinne meine Hechtrolle. Da habe ich zum Beispiel einen FG-Knoten hier bei meinem Fluorcarbon, was ich ungefähr immer einen Meter davor schalte als Schlagschnur. Also erstens sieht man es weniger wie die geflochtene Schnur, sagen viele. Ja, da spalten sich wieder die Gemüter. Aber trotz alledem, ich habe das eigentlich wegen dem dran. Wenn ich doch mal an einen Felsen oder so rankomme, dann reißt die geflochtene Schnur eher wie die Fluorcarbon-Schnur und somit kann ich eben den Fisch schön sauber abdrillen, gerade an Felsen, an Kanten, wo es ja, scharfe Kanten hat. Also das ist die eine Rolle, die sieht dann so aus. Ist echt eine feine Geschichte von der Firma Daiwa und das ist halt so gesagt der Schutz. Der kommt bei mir dann immer so drauf. Ja, also daheim nach dem Reinigen, Ölen, Einfetten, also Fett tut man immer hier ein bisschen was rein, hier, dann hier in die Gelenke tut man immer ein bisschen synthetisches Öl rein und dann natürlich der Zylinder drin, das wird eingefettet und ansonsten hier die ganzen beweglichen Teile. Und ich empfehle sowieso immer wieder euch, nehmt euch ein Tuch. Tränkt es ein bisschen in synthetisches Öl
und tut das alles benetzen. Das heißt, wenn ihr zum Angeln geht, dass diese fettige Schicht drauf ist und dann kriegt ihr die Rollen auch immer schön wieder sauber. Und zum Transport, das sieht halt bei mir dann so aus. Also die Rolle, die habe ich genauso wie jetzt die Frames hier in so einem Case. Das ist super sicher, hat Luftlöcher, also das heißt auch mal an der Sonne, geschwind mal kann das Wasser entdunsten, sag ich mal, wo dann auf der Rolle eventuell ist. Und bei mir ist es halt so, dass ich sowas wie die Kurbel, die kann man ja dann hier abschrauben, und dann kommt die Kurbel bei mir eben immer so rein, dass die komplett geschützt ist. Und natürlich hat mir meine Frau so ein schönes Täschchen dazu genäht, wo ich es auch nicht irgendwo liegen lasse, eventuell dunkler Boden. Und dann sieht man das schon. Und das ist halt schon immer ganz wichtig, finde ich. Und natürlich, was ich immer gerne dabei habe, das heißt, das ist jetzt die große Rolle, die 5000er, das ist die 3000er. Die hat einen Schnureinzug von 93, also unter 90 solltet ihr beim Meeresangeln sowieso nicht sein, gerade Oberflächeköder oder ja, schnell führende Jigs. Also die Jäger im Meer sind ganz anders unterwegs wie unsere einheimischen Jäger und somit braucht ihr eben einen ordentlichen Schnureinzug. Also 90 Zentimeter bei einer Kurbelumdrehung, bei einmal muss es mindestens 90 einziehen. Das ist ja jedem selber überlassen, aber in meinem Fall ist es eben so 90 aufwärts. Also richtig gute, teure Rollen, die haben sogar 1,20 Meter bis 1,40 Meter, aber die sind mir persönlich gesagt immer zu schwer. Das System muss ja passen, ganz wichtig. Und darum 2,40er Rute habe ich die 3000er Rolle und bei der 2,70er Rute habe ich die 5000er Rolle, dass ich auch weit komme. Und ich habe halt immer zum Switchen, habe ich eine ordentliche 20 Kilo Schnur dabei. Die Schnur kann ich euch auch empfehlen. Das ist die von Balzer. Das ist die Iron Line 8. Die ist mega leise. Die ist echt geschmeidig. Im Endeffekt preistechnisch ist die auch absolut im Rahmen. Kann man echt nichts sagen von der Geschichte. Und natürlich ist das jetzt bloß die größere Version von dem. Man sieht auch, die ist komplett gleich gebaut. Die heißt anders. Da ist zum Beispiel bei mir zweierlei Schnur. Ich habe die, ja, ich sag mal, auf der Welt gibt es mehrere Schnüre, aber das ist zum Beispiel die erste Nanotex-Schnur der Welt. Die ist eigentlich aus einem Guss. Die hat eine Oberbeschichtung, dass man eben Mega-Weitwürfe damit erzielen kann. Darum auch die große Spule. Das heißt, mit der 270er Rute komme ich mit der extremst weit. Die Schnüre, die lassen sich super werfen. Die sind extra für Weitwürfe entwickelt worden. Aber diese Nanoschnüre, die sind halt schon wirklich klasse. Die kann ich euch auch soweit empfehlen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Gliss. Eine Gliss 20er. Und die brauche ich dann auch beim Meeresangeln. Und Spule groß, lange Rute, da wickelt sich die Schnur extrem schnell ab. Also für Weitwürfe ist die Rolle definitiv besser wie die. Das heißt, wenn ich auf Erkundungstour gehe, habe ich eine kürzere Rute dabei. Das heißt, wenn ich mal unter Bäumen oder so einen Unterhebelwurf machen müsste, habe ich immer die dabei. Alles picobello, aber im Endeffekt, wenn ich weiß, wo ich hingehe und da sind kampfstarke Fische dabei und die sind weiter draußen, dann habe ich oftmals auch, habt ihr bestimmt auch schon bei mir in einem Video gesehen, zum Beispiel mit dem Spirulino, Bombardenmontage nennt man die, mit der Bombardenmontage kommt man damit extremst weit, man hat kleine Gummis, wie auch immer, und dann kommt man damit extremst weit und kriegt auch den einen oder den anderen Bonusfisch ans Band. Auf jeden Fall sieht das bei mir so aus. Wie gesagt, das ist gepflegt hier drin und ja, da gibt es eigentlich gar nicht mehr großartig zu sagen. Ich wollte euch bloß zu Herzen legen, wenn ihr schon ordentliche Rollen euch besorgen wollt, dann wirklich auch pflegen. Das sieht so bei mir aus.
Ich kann da vor Ort immer geschwind switchen und natürlich hier mit dieser Case-Geschichte ist das alles picobello sicher und so ist der Transport gegeben und dann habt ihr echt jahrelang Spaß mit dem Zeug. Also wie gesagt, das sieht genauso aus, bloß ich wollte es euch mal so parallel vorführen und hier mit den Luftlöchern. Da kann halt die Feuchtigkeit, wenn irgendwie was drauf wäre, immer verdunsten. Und so könnt ihr das entweder an einen Rucksack dran machen mit dem Karabiner hier oder tut es so wie bei mir jetzt in eine große Angeltasche rein und dann habt ihr die Angeltasche plus die Rutenhalter an der Seite rechts, links und dann nehmt ihr zwei Ruten mit und dann ist das eine Picobello-Geschichte. Gut, dann hoffe ich, dass ich euch mal einen Gefallen tun konnte damit. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Also, macht's gut, bis die Tage. Tschüss.